Kapitel 9. Saphira und Tanda. Auf Umwegen, mit viel Geschick und seinem sicheren Instinkt ist es Kiandor gelungen, seinen Herrn Tandas an den zahlreichen Truppenteilen der Tenebra vorbei und unbeschadet nach Illumnetas zu tragen. Viele Stunden sind vergangen und der Zustand von Tandas ist schlecht und schlechter geworden. Doch innerlich ist sie entflammt, die Flamme der Hoffnung. Die Reise nach Illumnetas hatte er nur im Traum wahrgenommen. Verschwommene Schatten und Gestalten waren an seinen Augen vorübergezogen, wie unheimliche Gespinste in der Abenddämmerung. Vieles, was sein Pferd geleistet hat, ist Tandas Augen verborgen geblieben. Sein treues Pferd hat ihm mit Hilfe der Elfen und von Furea das Leben gerettet. Dieser kleine Hoffnungsschimmer wird verborgen bleiben, denn Tarox hat es noch nicht bemerkt. Aber er wird es bemerken, denn er hat seine Speer überall. Die Macht der Finsternis erstarkt von Tag zu Tag immer mehr. Doch noch ist nicht alles entdeckt und offengelegt, dass Tandas wieder zurückgekehrt ist nach Illumnetas zu seinen alten Freunden Lucius und Drara. Kiandor ist fast erschöpft. Mit langsamen Schritten durchquert er das Stadttor in Illumnetas. Die einst so lebendige Stadt ist wie leergefegt. Die Menschen sind nach Arx Aeterna geflüchtet, um sich den herannahenden Tenebra zu entziehen und sich vor ihnen zu schützen. Kiandor geht durch die Straßen zielstrebig auf das Schloss. Er kennt den Weg genau, den er schon seit Jahren mit seinem Freund gemeinsam geht. Und kurz vor dem Haupttor in Arx Aeterna bemerken ihn zwei Wachen. Sofort haben sie ihn und Tandas erkannt. In Windeseile schlagen sie Alarm und rufen Hilfe herbei. Es öffnet sich das Schlosstor. Mehrere Wachen eilen heraus, um Tandas zu helfen. Einige halten sein Pferd und weitere heben Tandas aus dem Sattel. Sie tragen den schwer verletzten Krieger in das Schloss hinein. Kiandor wird in den Hofstall gebracht, gründlich umsorgt und gepflegt. Ein Raunen geht durch die Menschenmassen, die ebenfalls herausgeeilt waren und gesehen hatten, was eben so unglaublich es auch schienen mag, geschehen war. Als Kiandor erschöpft und müde in den Hofstall geführt wird, während sein Freund Tandas ins Schloss gebracht wird. Das Bewusstsein hat Tandas zwar wieder erlangt, aber er ist noch viel zu schwach. Zwei Wachen stützen ihn, als er im Thronsaal steht, um Lucius zu sprechen. Doch da stößt er die beiden Wachen leicht zur Seite. Er rafft sich auf und steht unter großen Schmerzen wieder auf eigenen Füßen. Da öffnet sich hinter ihm der Thronsaal. Hereingestürzt kommt Lucius. Er rennt auf Tandas zu, doch bleibt dann abrupt stehen. Er kann es nicht fassen, dass sein alter Freund doch noch lebt. Sichtlich gerührt, aber doch vor Ehrfurcht vor dem, was Tandas auf sich genommen hatte, bietet er ihm die Ehre an, die sonst nur Königen vorbehalten ist. Also nur ihm selbst. Doch das ist in diesem Moment völlig egal. Er verneigt sich vor ihm und schließt die Augen. Fassungslos und sichtlich berührt, blickt er ihm anschließend in die Augen. Und so spricht Lucius ihn an. Aber das ist nicht möglich. Du warst tot. Liquia hat es mir berichtet. Nach einer Umarmung der beiden Freunde ist auch Drado in den Thronsaal gekommen, da er mitbekommen hatte, wer nach Illumnetas heimgekehrt war. Ungläubig, aber sichtlich erleichtert, begrüßt er Tandas mit einer herzlichen Umarmung. Nun kenne ich dich schon so lange und dachte, dass ich weiß, zu was du imstande bist. Doch es überrascht mich immer wieder von Neuem, zu was du in der Lage bist. Er steckt voller Wunder, unser Tandas. Sichtlich erleichtert
Ja, fast ausgelassen freuen sich Dradon und Lucius über die Heimkehr ihres Freundes. Er muss Lucius und Dradon auch sofort alles erzählen. Aber die Freude ist nur von kurzer Dauer. Alles, was er zu berichten hat, ist nur von Trauer und Dunkelheit gefärbt. Schon bald laufen Lucius wieder Tränen über das Gesicht. Und so erzählt Tandas: Durch die Hölle bin ich gegangen, habe Feuer und Schmerz erlebt. Der Unterschied zwischen Tag und Nacht schien aufgehoben. Mein Körper war auf dem Boden zerschellt und meine Lebensgeister verließen mich. Ich weiß nicht mehr, wie viele Stunden oder Tage ich dort gelegen habe. Aber dann erblickte ich weißes Licht. Meine Seele wurde wieder zurückgeschickt. Ich habe meine Bestimmung noch nicht erfüllt. Es war Phorea. Sie schickte mich wieder zurück, um zu erfüllen, was ich angefangen und zu finden, was meine Bestimmung ist. Dies soll ich zu Ende bringen. Und doch weiß ich nicht, was es ist. Tandas berichtet ihm alles, was auf der Waldlichtung passiert war. Von den Spähern, den Tenebra, dem plötzlich aufgetauchten Nebel und den Satars, die Saphira entführt hatten. Doch Lucius glaubt ihm nicht, dass Saphira noch leben könne. Zu sehr haben die Worte Liquies sein ohnehin schon krankes Herz verletzt. Seine Trauer hatte ihren Verlust schon akzeptiert. Und so fragt Lucius: Wie kannst du dir sicher sein, dass sie noch lebt? Niemand, den die Satars entführt haben, hat überlebt. Sie ist tot. Verbittert und fast zornig fallen die Worte. Die Einsamkeit hatte Lucius' Herz alt und krank werden lassen. Doch Tandas fühlt es innerlich, dass Saphira nicht tot ist. Er kann es nicht erklären, aber sein Gefühl ist sich sicher, dass sie noch am Leben ist. Doch Lucius bezweifelt das Gefühl seines Freundes. Sein Inneres der Sicherheit ist ein Gefühl der Hoffnung. Doch Tandas lässt sich nicht beirren. Er weiß sehr genau, dass sie noch lebt. Lucius wird erst enttäuscht, dann wütend, wie er sich denn sicher sein kann, da er sie nicht mehr gesehen hat, als sie Satars entführt haben. Und so widerspricht Tandas Lucius: Spürst du den Nordwind, der vorüberzieht? Leise, sehr leise höre ich ihre Stimme. Er trägt sie mit sich. Im Blätterrauschen der Bäume kann ich ihre einzelnen Worte verstehen. Siehst du den Regen, wie er zu Boden fällt? Es sind ihre Tränen, die zu Boden fallen. Mein Herz verspürt es. Ich weiß, dass sie es ist, und ich weiß, dass sie lebt. Ich kann sie in meiner Nähe spüren, auch wenn sie nicht da ist. Man kann in Lucius Gesicht keine Freude erkennen, aber dennoch scheint die Hoffnung wieder zu erwachsen. Immerhin hat Tandas ihn noch nie belogen. Treu hat er an seiner Seite gestanden, seit jeher, und es nie getäuscht. Die Entführung seiner Tochter bedeutet nicht gleichzeitig ihren Tod. Man müsse sie befreien aus den Klauen der Satars und des Taroks entreißen. Ohne zu zögern hat Tandas Lucius darum gebeten, nach Arx Fenistra zu ziehen, um Saphira zu befreien. Nur er könne dies tun. Aber Lucius zögert noch, da er weiß, dass mit Tandas Verschwinden auch sein größter Heerführer verschwindet. Denn die größte Schlacht steht ihnen noch bevor. Aber Tandas lässt nicht locker und erreicht letzten Endes doch, dass er mit seiner Einwilligung nach Arx Fenistra ziehen kann, um Saphira zu befreien. Lucius spürt allmählich die Kraft, die Saphira und Tandas verbindet. Und so entscheidet Lucius, seinen Freund Tandas ziehen zu lassen, obwohl er weiß, dass diese Reise voller Gefahren ist und dies sein Leben kosten kann. Dennoch ist er erfreut und voller Hoffnung, dass Tandas ihm seine Tochter wiederbringen kann. Dradon ist während des Berichtes von Tandas aufgestanden und hatte sich im Nebenzimmer des Thronsaals die Landkarte von Illuminetas und den umliegenden Königreichen angesehen. Was noch keiner bemerkt hatte und nun ihm besonders ins Auge fällt,
ist die zentrale Bedeutung von Illuminetas für den Feldzug der Finsternis gegen das Licht. Ihm wird klar, zu welchem Schlag Tarox nun ausholen wird. Oder vielleicht schon begonnen hat? Er nimmt die Karte von der Wand und geht durch das Nebenzimmer wieder zurück in den Thronsaal. Sich über den Bart streichend überlegt er einen kurzen Moment. Doch dann setzt er an und erklärt Lucius und Thanders, was ihm aufgefallen war und was er nun befürchtet. Tarox wird nicht warten, bis wir unsere Legionen gesammelt und fertig gerüstet haben. Hier in Illuminetas wird sein Zorn am heftigsten niederkommen. Er weiß, dass er nun die Trägerin des weißen Lichtes gefangen hält und Illuminetas ohne Schutz dasteht. Dies wird er nutzen, um seine gewaltigste Streitmacht in den Süden zu schicken. Vielleicht ist sie bereits schon unterwegs und wir müssen rasch handeln. Mit unseren benachbarten Königreichen werden wir in die Schlacht ziehen. Nur so haben wir die Völker vielleicht noch eine Chance. Doch das ist nicht alles. Tarox wird Saphira mit seiner Dunkelheit vergiften wollen. Mit ihr zusammen ist er dann unbesiegbar. Die Finsternis wird das Licht verschlingen und die alte Welt wird fallen. Saphira muss aus Arx Finistra befreit werden. Ohne sie gibt es keine Hoffnung. Schweigen, da stimmt Elisa. Und nach einem kurzen Moment unterbricht Thanders die Stille und verabschiedet sich von den beiden. In 2 Tagen will er aufbrechen. Bis dahin müsse er noch Kräfte sammeln und sich genügend ausrüsten. Dradon wünscht ihm noch viel Glück und Kraft, dass er sein Ziel erreichen möge. Denn all die Hoffnung des weißen Lichtes lastet nun auf seinen Schultern. Thanders blickt Dradon zuversichtlich an und versichert ihm, dass er es schaffen will und wird. Dann umarmt Lucius seinen Freund und verabschiedet sich so, als würde er ihn lebend nicht mehr wiedersehen. Er weiß, dass der Weg voller Gefahren ist und selbst wenn er es schaffen sollte, an Tarox Legion vorbeizukommen und ins Schloss zu gelangen, so zweifelt er, dass er es lebend verlassen wird.